Servus Freunde, Don Dino hier und ich begrüße euch zu meinem, sagen wir, ersten Game. Ich habe ein Game schon mit Mulan gespielt, aber der Gegner Toff war ein Troll und ist AFK gegangen nach der dritten Minute. Also das ist mein offiziell erstes Spiel mit Mulan. Ich weiß jetzt ungefähr, wie sie funktioniert, sagen wir es mal so. Ja, so, auf jeden Fall macht sie Spaß. Ich stehe hardcore auf diese drei von ihr, wo die sich an die Gegner ranzieht. Ich werde sie höchstwahrscheinlich einfach wie so ein Ability Assassin bauen, aber ich habe auf jeden Fall schon beim ersten Game gemerkt, so, man sollte mit ihr nicht zu viel nur auf Damage gehen, weil sie, ja, sie ist nicht so, sie hat nicht so viel Base Health oder die ist nicht so tanky, wie jetzt zum Beispiel ein Achilles. Wenn du mit Achilles komplett auf Damage gehst, trotzdem hast du das Gefühl, der Typ ist tanky as fuck, deswegen gucke ich, dass ich die vielleicht ein bisschen Bruiser baue. Ich probiere mal Soul Eater einzubauen. Gucken wir mal, auf jeden Fall ist HCK nice auf ihr. Das ist schon mal klar. Ja, gucken wir mal. So, ich fange mit der 1 bei ihr an. Ob das reicht, Bro? Nee, das wird nicht reichen. Ja. So, auf jeden Fall. Na, wie ihr wisst, die leveln hier diese Sachen. Ich hatte am Anfang voll die Komplexe. Ich so, Digga, warum kann ich mich nicht zu diesen Wänden mit meiner 3 ziehen? Aber man kann sich erst mit seiner 3 an die Wände ziehen, wenn sie auf der zweiten Stufe ist. Janus ADC, okay. Ich dachte doch ehrlich gesagt, dass bei ihrer 1 sie sozusagen, wie bei Susanoo, Autotext dazwischen machen kann, aber das aktiviert ja alles instant. Genauso wie bei der Ulti, das ist ein bisschen irritierend gewesen. So. Dann versuchen wir mal den Red zu invaden. Okay, haben wir bekommen. So, guck mal, der hat kein Aegis mehr. Komm her! Ich liebe diese 3. Also die 3 ist schon hardcore erotisch, das muss man schon sagen. Das ist auch zu erwähnen, ist einfach jede Fähigkeit von ihr hat richtig guten Base-Schaden. Also ihre 3 macht so gut. Ihre 3 macht auch gut Base-Schaden, so ist. Ah, ist echt nicht schlecht. Nein! Er lacht, der Hund. Er lacht. Oh, er wurde gegankt. Wie kann das passieren? Wie kann man einen Solo-Laner ganken? Leute, was fällt dem ein? So, der Start läuft ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, also Kali's Jungle. Ich werde auf jeden Fall trotzdem Crusher holen, weil Crusher einfach mit Göttern, die viele Abilities spammen, gut funktioniert und Mulan ihre 1 macht auf nächster Stufe 3 Schläge, ihre 2 macht 2 Schläge auf der nächsten Stufe. Also, ja, man hat auf jeden Fall Potenzial für Crusher. Hm. So. Was auch immer ein bisschen eklig ist, ist, ihre 2 hat so eine richtig geringe Range. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, vor allem weil ich auf Instant Cast spiele. Ich konnte es einfach gar nicht einschätzen. Aber ja, also man muss ziemlich nah sein am Gegner. So. Das war knapp. Das war knapp. Gucken wir mal, ob der Red noch da ist. What the fuck? What the fuck? Was ist mit dem los?
Hilfe! Hilfe! Ah, Mann. Ja, Talaria Boots, ne? Ich hasse Herkules, ich schwör's dir. Ich hab allergische Reaktionen, wenn ich den Champs hier. Einfach nur wegen der ganzen scheiß Invade-Zeit von damals. So. Bissle erkältet. Also wundert euch nicht, wenn meine Stimme ein bisschen anders ist. Jo, aber Kali farmt auf jeden Fall negativ, merke ich gerade. Jo, wieder so ein komisches Midlane-Gerangel hier, ey. Oh, ich war nicht in der Range. Uff. So. Na, gucken wir mal, was geht noch. Oh. Der Bruder ist in Gefahr. Oh nein! Da hatte ich die Range falsch eingeschätzt. So. Ich finde es schade, dass ich nicht zwischen den Fähigkeiten so viele Autotext über Susanne machen kann, aber das wäre wahrscheinlich echt zu stark. Okay. Wie sind so eure Erfahrungen mit ihr? Habt ihr sie schon gespielt? Wie findet ihr sie? Findet ihr sie broken? Ich würde jetzt ehrlich gesagt, also nach meinem, jetzt ist es mein zweites Game, würde ich jetzt nicht sagen, sie ist broken. Aber sie ist stark. Enemies in left, enemies in left, enemies in left. So ein Spasti. Was für ein Spasti. Da kaufen wir uns kurz Crusher. Psy Daisy. Ah, scheiß auf Pots. Überbewertet. Okay. Oh, Kali hat auf jeden Fall meinen Farm eingeholt. So, aber jetzt machen wir auch gut Schaden mit Crusher und dem ganzen Mist. Mal den Dalton. Oh nein, nice, okay. Aber sein Egg ist down, was gut ist. Macht. An ally has been slain. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die Ulti zu skillen. Ja, komm, machen wir mal alles hier eine reine Damage-Ulti. Ist nichts verkehrt. Boah, ich habe sie nicht getroffen.
Okay, ich muss mich zurückziehen. Egal, cool, kein Ulti. Ich geh weg hier. So, gucken wir uns mal Shifters. Shifters gibt immer noch gut Damage. Oh, die jetzt mal so ein bisschen Bruiser-like. Und mit Shifters. Soul Eater. Ja, vielleicht hole ich mir sogar. Ah doch, ich hole mir Shifters mal. So. Ich ignoriere unseren Song Quick, gerade aus Prinzip, muss ich auch sagen. Hat er aber auch verdient, der Hund. Man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Jungle clears oder sonst was, dass man auch die Fähigkeiten öfters einsetzt, die noch gelevelt werden müssen. Also ich habe es beim ersten Game, habe ich immer meine 1 eingesetzt und habe gemerkt, so mit Level 16, Alter, meine 2 ist immer noch nicht auf Stufe, auf der nächsten Stufe. Deswegen ruhig mal die anderen Fähigkeiten ersetzen. Nein! Die Wand hat mein Leben genommen. Ich wollte eigentlich nicht. Ja. Ich dachte eigentlich, ich dash durch und dann mache ich irgendwas danach, aber ich bin an der Wand stehen geblieben. Das war ein bisschen blöd. Ich muss auch sagen, der Hackless triggert mich dezent. Oh. Ich weiß gar nicht, was eigentlich noch am Patch geändert wurde. Ich habe gehört, Vamana wurde gebufft. Ich glaube, an Nike wurde auch was geändert, wenn ich mich nicht täusche. Oh, jetzt kann ich mich an die Wände ziehen. Das liebe ich. Maki ist da ein bisschen in der Zwickmühle, aber scheiß auf den. Der Ries ist nicht wert. Ja, ich komm. Vielleicht kann man ja doch was starten. Nein. Ah, fuck. Ah, schön. Ah, die Wand hätte zu warten müssen. Ja, das könnte greedy werden. Ah, fuck. Er hat seine Beats benutzt, das war's wert. Dieser elende Hund, dieser elende. Digga, dieser Herkules, er triggert mich. Alividecci. Ich hab kein Mana, Bruder. So. Okay, brauchen auf jeden Fall unsere Beats. Man kann halt auch, ne, falls es keiner weiß, mit der 3 kann man Damage ignorieren oder umgehen. So wie bei der Scylla, Scylla sag ich schon, Neja Sash. Also wenn der zum Beispiel ein Emir auf euch ultet und ihr setzt im richtigen Zeitpunkt die 3 auf ihn ein, kriegt ihr einfach keinen Schaden. Das ist auch nochmal nice. Oh. So, ich glaube, danach hole ich mir mal Soul Eater. Einfach mal, um es zu probieren. Digga, konnte man früher nicht laufen, während man Items gesucht hat? Ich verstehe es nicht.
Jo, Schaden ist da. Ich habe zwar meine 3 nicht getroffen, aber Schaden ist da. What the Zeus is going on? Ach du Hund! So. Ich treffe gerade meine 3 nicht. Ziemlich unüblich für mich. Marmorkuchen ist erstmal getriggert, warum der Zonkui nicht kommt, aber der Zonkui ist ein Hund. Der wird nicht kommen. Verlass dich nicht auf den, Junge. Den darfst du dich nicht verlassen. Damage, die ist da. Ah. So. Hier gibt es nichts mehr für mich zu holen, Freunde. Zack, Soul Eater. Ja, vielleicht auch. Also ich habe im letzten Game habe ich Trance geholt. Trance geht auch hier klar bei ihr, weil sie braucht auch gut Mana. Aber. Jetzt probieren wir mal Soul Eater aus. Okay. Und der Jungle Clear ist halt nice mit ihr, das muss man schon sagen. Vor allem auch dadurch, dass sie so einen AoE-Schlag hat. Ihre Base Attack Speed ist halt auch ziemlich gering. Deswegen lohnt es sich auch in der Regel nicht, mit ihr auf Attack Speed zu gehen. Aber ja, wer weiß, vielleicht für den Troll geht sowas immer mal klar. So, habt ihr gerade gesehen, ich habe die 2 von Janus sozusagen ignoriert. Tot. Ah, okay. Nice. Oh, ein bisschen geheilt. Nimana. Okay. Doch, der Heal ist auf jeden Fall ordentlich, das muss man schon sagen. Oh, der Damage vom Fire Gen ist auf jeden Fall auch ordentlich. So, jetzt holen wir unseren Soul Eater. Dann holen wir uns noch Brawlers. Für den Hund von Herkules auf jeden Fall. So. Läuft doch ganz gut soweit. Kannst auch solo und du Hund. Autotext. Autotext sind saftig jetzt. Ah, der Hund, er ist gejuckt. Hä, wieso? Warte mal, wieso? Oh, bin ich da echt reingelaufen? Das hat er echt gut gemacht, der Bruder. Aber wieso hat er gerade nach der Ulti nicht seine...
Kann es sein, dass ich aus Versehen Rechtsklick gedrückt habe und das cancelt sich dadurch? Das könnte sein. Oh, voll daneben. Nö, 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 nö. Ich heile mich mal kurz. Und jetzt wir haben Fire Giant. Digga, was treffe ich jetzt gerade in diesem Game nicht? Ah! Um Gottes Willen! Ich lebe noch. Alevi. Was wollte ich mir da nachholen? Rollers. Zu Minions kann man sich nicht hinziehen. Jo. Jo, ich push einfach mal links. Solitas gestackt. Wenigstens haben die Gegner diesmal keinen Troll. So. Holen wir uns mal ein Item. Ich tendiere zu... Nein, wir gehen jetzt schon ein bisschen auf Damage, also wir holen uns jetzt einfach Heartseeker. Heartseeker. Dann kann man noch so ein Magi's Cloak oder so ein Shit holen. Ja, wobei ich hole mir wahrscheinlich sogar Mantle of Discord für Cooldown. Weil ich habe jetzt gerade in meinem Kit nur 10%. Entweder Mantle of Discord oder halt Spirit Rope, da habe ich so 20% Cooldown. Das könnte funktionieren. Und ich denke, sowieso mit Fire Giant habe ich dann genug Power, um mein Maximum aus Heartseeker zu holen. Also an sich geht es dann voll klar. Okay. Schade. Schade, schade, schade. Aber sie macht auf jeden Fall Spaß. Also, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Und jo, bis zum nächsten Mal, Freunde. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.